Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um dieses Gerät hier. Das ist eine kleine Spotgun. Ich habe ja schon mal eine gebaut mit einem alten UI. Nur diese hier hat einen sehr großen Unterschied zu der anderen. Sie hat verdammt viel Power. Ja, und mit viel Power meine ich so, die 7,5 Joule Grenze gibt es ja in Deutschland und die unterschreitet sie zwar. Aber so mit 7 Joule ist sie schon dabei. An sich besteht sie einfach aus zwei Parts. Einmal der Kappe mit dem Zünder und einmal, dem Sprengraum sozusagen und dem Lauf mit einem kleinen Laserpointer. Wenn ihr die Kanone nachbaut, also jetzt kommen wir einmal dazu, wie sie aufgebaut ist, benötigt ihr einmal ein Rohr, das am besten einen Durchmesser von innen von 6 mm hat. Das weicht jetzt hier ein bisschen ab. Ein Deckel und noch ein Deckel. Ein PVC-Rohr mit ca. 2 cm Durchmesser, einen Flaschenhals, zum Beispiel ein Poti-Knopf und ein Piezo-Element. Und alles fixieren mit Heißkleber hier. Und der ganze Aufbau würde dann ca. so hingelegt aussehen. Wir haben praktisch einmal unseren Lauf, der in einen Deckel geht. Unser PVC-Rohr ist der Sprengraum. Mit dem Flaschenhals können wir praktisch das Gas einfüllen, ausfüllen in den Deckel hier, in den gelben. Kommt das Piezo-Element rein, wo wir denn den Funkenüberschlag haben, und damit wir den Piezo besser drücken können, haben wir diesen Poti-Knopf. Um alles noch ein bisschen besser verbinden zu können, damit es optisch auch ein bisschen cooler aussieht, habe ich noch Stoff genommen und den gräulich angemalt. Und somit ist unsere Kanone vom Aufbau her auch schon fertig. Ich habe sie jetzt halt noch angemalt, ein bisschen lackiert und das war's dann auch. Ihr könnt hier sehen, die kleine Funkenstrecke vom Piezo-Element, die das Gas zündet. Und den Deckel kann ich einfach aufschrauben. Das Volumen beträgt ca. 20 Milliliter, also brauchen wir 20 Milliliter Treibgas. Und was benutzt man als Treibgas? Also hier am besten kann man Benzin nehmen, Butangas oder Gas für Feuerzeuge halt, oder Knallgas aus einer Elektrolyse. Bei dem Benzin für Feuerzeuge oder auch Gas für Feuerzeuge müsst ihr natürlich aufpassen, da das Gemisch, das wir da reintun, noch nicht mit Luft vermischt ist und dann explodiert es auch nicht. Erst wenn eine Oxidation stattfindet oder die Reaktion mit Luft, wird dann auch wirklich, der Sprengraum wirklich gesprengt und das Projektil fliegt raus. Also müsst ihr das irgendwie mit Luft vermischen. Zur Sicherheit muss ich natürlich auch noch was sagen, da wir hier schon mit was Explosivem arbeiten, benötigt ihr unbedingt eine Schutzbrille und am besten auch noch einen Gehörschutz. Das liegt einfach daran, dass zum Beispiel, wenn man das Gas einfüllt, das Projektil stecken bleibt, könnte zum Beispiel, das muss jetzt aber nicht, die Kanone explodieren. Und es würde nicht so gut enden, wenn irgendwas in eure Augen fliegt oder es so laut ist, dass ihr irgendwie einen Knallschaden habt oder so. Aber nachbauen ist ja eh auf eigene Gefahr, wie immer. Mit der eben gezeigten Spritze fülle ich jetzt einfach mal 20 Milliliter Gas in den Brennraum oder in den Sprengraum der Mini-Kanone. Immer schön alles zuhalten, weil das Gas hat eine etwas geringere Dichte als Luft, deswegen strömt es nach oben. Und einmal den Deckel zumachen. Und fertig geladen. Und wenn wir schießen wollen, einfach das Piezo-Element drücken und Feuer. Als Projektile verwenden 6 mm Softair-Kugeln, die kennt ja jeder. Diese hier haben ein Gewicht von 0,35 Gramm und eignen sich somit perfekt für die Mini-Kanone. Wir sagen dann, schießen wir doch mal. Hier haben wir eine Kugel, die tun wir einfach hier in den Lauf rein und jetzt ist sie schon mal geladen. Jetzt noch das Treibgas rein und fertig. Jetzt schießen wir erstmal auf eine Art Spanhalsplatte, die ca. 2 mm eine Dicke von 2 mm hat. Und einmal anvisieren und Feuer. Das war mal ein glatter Durchschuss. Und noch einmal anvisieren und Feuer. Und wieder ein Durchschuss. Ich meine, das ist doch mal geil, oder? Wie viel Energie einfach hinter so einer kleinen 20 mm Gasladung stecken, um eine 2 mm dicke Holzplatte einfach so zu durchballern. Hm? Wer von euch denkt jetzt, dass man das mit einer 0,5 Joule Software auch kann, liegt komplett daneben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann, denke ich mal, im nächsten Video. Haut rein, Leute!